Wir sind hier bei dem WTA Damen 250er Turnier in Bad Homburg. Ich bin hier tätig als Chefbeseiter für das Yonex Beseitungsteam. Aktuell ist es so, dass ich momentan der einzige deutsche Beseiter bin, der bei den Grand Slam Turnieren eingesetzt wird. Wir sind das Allerwichtigste vom Turnier. Wenn wir morgen nicht kommen, findet das Turnier nicht mehr statt. Ich habe als Jugendlicher selber Leistungstennis gespielt und habe gegen Boris Becker als Kind gespielt und habe Head-to-Head eine 3:1 Bilanz gegen ihn. Wenn wir uns manchmal sehen beim Turnier, spreche ich ihn gerne drauf an, er wechselt dann sehr schnell das Thema. Die Hauptmotivation ist, dass das wirklich Spaß macht, im Team zu arbeiten mit den Jungs und dass man halt, man hat eine Leidenschaft für Tennis und es ist halt ein cooles Gefühl, dass man ein Teil dieses Rädchens ist, damit diese Profitour funktioniert. Und wenn man das so lange macht, eigentlich, man hat dann von jedem Spieler die Schläger schon gemacht, also auch Djokovic, Nadal und Serena Williams, die eine Kundin ist, die immer sehr viele Schläger abgibt. Der Schläger muss immer die gleiche Qualität haben. Und bei den Profispielern, und da sind die Saiten heutzutage zu 90% Polyester-Saiten. Und das Material ist sehr steif und wenn man dann eine Saite spitz zuschneidet, was wir ständig machen, damit sich damit leichter arbeiten lässt, dann ist natürlich die Gefahr bei so einem steifen Material, dass man sich daran verletzt, wesentlich größer. Deswegen diese Priorität, dass man da immer saubere Schnitte macht, damit keine Kante, kein Grat da ist, an dem man sich verletzen kann. Damit ich den entsprechend qualitativen Job abliefern kann beim Saiten, brauche ich auch qualitativ natürlich Top-Werkzeug. Und ich vertraue seit Jahren auf die Saitenschneider von der Firma Kniebex, weil die Qualität hervorragend ist und vor allen Dingen für mich fast noch wichtiger die Haltbarkeit. Da ich aber sehr viel Wert auf Sicherheit lege, habe ich auch immer einen Ersatz dabei. Und man sieht den Unterschied, ich hätte mir das Geld eigentlich auch sparen können, aber ich brauche einfach das Gefühl, dass ich einen Ersatz dabei habe. Bei mir in Köln, wo ich ansässig bin, da gibt es noch einen alten Scherenschleifer. Und dann bin ich zu dem Scherenschleifer gegangen und habe gefragt, ob er mir das vielleicht mal schleifen kann, ob das sein muss. Er hat nur gesagt, Knipex brauchst du nicht, da bist du bei mir verkehrt. Ich würde dir gerne helfen, aber das macht keinen Sinn, einen Seitenschneider von Knipex zu schleifen. Und von da an wusste ich, okay, die Qualität ist wohl wirklich so und muss in der Praxis feststellen, die Qualität hat bis heute nach 4 Jahren nicht nachgelassen. Also die Schärfe der Klinge 1:1 wie am ersten Tag.